Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. So, wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Sterne. Wir schauen uns hier mal so ein bisschen um. Wo zur Hölle können wir ein paar Sterne? Haben wir genug? Wir haben keine Sternteile. Hast du hier noch einen Stern? Nein, nein. Wo doch, bei dir gibt es... Bei dir gibt es einen zweiten Stern. Den holen wir mal eben. Uns fehlen noch zwei Sterne, um weiterzukommen. Deswegen machen wir die mal eben ganz schnell. Das ist ganz schnell, also wir machen sie auf jeden Fall. Neu. Die rote Nase ist blauen Sorbetti. Okay, gucken wir uns das mal an. Habe ich anscheinend gar nicht gemacht. What the fuck? Die rote Nase ist blauen Sorbetti. Wow, Stein. Digga. Kann man. Oh, da ist sogar ein Hase drin. Kann ich aufmachen das Haus? Nee. Nee. Schon. Okay, da hinten ist auf jeden Fall der Stern. Ah, da, okay. Ich habe gerade ganz kurz den Stern gesucht, der uns irgendwo hinbringt. Der war's denn tatsächlich. Stimmt, hier haben wir nur die geheime Mission gemacht, ne? Das stimmt. Oh Gott. Bowser. No. Ein Goomba. Nein! Was soll ich bloß dagegen tun? I don't know. Oh Gott. I don't know. Ich bin eingefroren. Shit. Ich brauche irgendwas, um hier durchzukommen. Oder ich nehme vielleicht einfach diesen Stein. Der ist bestimmt sehr, sehr hilfreich. Muss ich hier lang? Nee. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Das ist, finde ich, gerade mal eine sehr gute Frage. Wo muss ich überhaupt hin? Ich würde sagen, wir machen einfach mal alles kaputt, oder? Ich glaube, das klingt sehr, sehr gut, wenn wir hier... Oh, okay, das macht sogar Sinn. Wir müssen tatsächlich sogar alles kaputt machen. Ist ja der Shit. Guck mal. Da habe ich sogar den richtigen Riecher dafür. Da habe ich sogar... ach ja, stimmt, da waren wir schon drin. Das war die geheime Mission. Bam. Nice. So, mir fehlt noch ein... Ein Sternteilchen. Weiß ich nicht, wo. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur mal ganz kurz das Ding jetzt machen. Oh, da komme ich gar nicht mehr hoch, oder? Doch. Da. Oh Gott, nein. Wo fährst du denn hin? Ach, scheiße. Ich wollte da oben hoch. Moment mal. Warte mal. Ist hier vielleicht irgendwas drunter? Nee. Hätte sein können, dass man das Eis irgendwie kaputt machen kann. Aber es wird halt echt hier oben irgendwo sein. Ich denke mal einen von denen. Bam, der ist es nicht. Der ist es. Wunderbar. So taucht er jetzt auf, der Stern. Alles klar. Okay, also das war's nicht. Also das war schon mal sehr, 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 sehr interessant zu wissen. Und los geht's. Oh Gott, weiß. Alles weiß. Was ist denn jetzt los? Puh. Oh Gott, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist eine Röhre. Oh. Okay. Sage ich natürlich nicht nein zu. Alter, Strike. Alle drei. Shit. Geh rein da. So, die Musik. Die sagt auf jeden Fall... Aber, oh, ja, fuck, mal drin. Ich hab sie übrigens immer noch nicht gewechselt. Surprise! Ich hab sie immer noch nicht gewechselt. Kann ich den vielleicht schieben? Kann ich nicht. Ah, ist natürlich nur... Hier ist eine Münze. Oh, hier ist ein blauer Hase. Hallo. In diesem Schneetreiben sieht man nicht einmal seine eigene Pfote vor Augen. Uiuiui, hoppelhopp. Okay. Oh Gott. Das sieht mir hier aber, glaube ich, richtig aus. Ja. Oh Gott. Hi. Ich habe nicht genug. Ich hab auf jeden Fall nicht genug. Nee. Brauche ich auch nicht. Alles gut.
Brauche ich auch nicht. Alles gut, alles gut, alles gut. Wow. Oh, alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Achso. Verstehe. What? Dudun? Oh, ach du Scheiße. Wer ist er denn? Hallo. Lass mich raten, ich muss bestimmt die rote Nase treffen, oder? Ja, ja. Deswegen hieß die Mission wahrscheinlich auch irgendwas mit rote Nase. Bam. Nice. Wo ist er? Wo ist er? Bam. Das war alles? Ist das der ganze Boss? Das ist ja Pisse. Das ist ja wirklich Pisse, der Boss. Wow. Wow. That's Pisse. That's really Pisse. Das war easy. War halt wirklich sehr easy. Extrem easy war das. Oh. 54. Nice. Hier wurde gespeichert. Ja, ja, gib mir den Piss. So, Grusel, Ether, gar nichts. Hier haben wir schon alles. Haben wir hier alles? Auch alles. Bis auf die Kometen, ne? So, zurück auf die Weltenkarte. Wo, wir können auch mal in die Welt zurückgehen. So, gibt's hier etwas Schönes? Schnee ist hier du. Ah, du willst 700, habe ich aber auch. Ah, jetzt aber auch gerade nicht. Kometen. Oh, jetzt habe ich 700. Jetzt habe ich 700 an Bord nehmen. Jetzt habe ich 700. Hallo. Oh, ein Gummilubas an Bord. Soll sich besser fitter, bevor es zu quengen anfängt. Natürlich. Natürlich fütter ich ihn. Lalala, hey du Kumpel, hast du ein paar Sternteile für mich? Lalala, ich habe Hunger auf Sterne. Gib mir 700, verwandle ich mich. Okay. Bam. Friss. Friss. Oh, wunderbar, ich bin so voll. Na gut, dann wollen wir mal. Verwandlung! Alles klärchen. Ach, guck mal, neue Sterngalaxie. Wow. Sieht groß aus. Ich wollte jetzt gerade einfach hinlaufen. So rauf. Und rein in die gute Stube. Honigblütengalaxie. Okay. Okay, okay. Dun, dun, dun. Summ, 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 Jungbiene Mario. Okay. Da, da. Ja, ich glaube, hier gab es einen ganz einfachen Geheimstern. Und ich glaube, dass man am Anfang hier auf jeden Fall auch den Stern direkt sieht. Kann das irgendwie sein? Da war irgendwie, glaube ich, sowas. Ich glaube, da war irgendwie sowas. Oh. Wow. Okay, das war auf jeden Fall gerade sehr knapp. Also wirklich extrem knapp. Alles klar, wir leben aber noch. Gut, guck mal, hier kannst du auch nicht als Biene Mario durch. Allein schon wegen dem Wasser. Wie hoch kannst du fliegen? Höher als du. Arschloch. Oh Gott, nicht das Wasser berühren. Nicht das Wasser berühren. Zack. Oh Gott, okay, da kann man nicht landen. Ich habe gedacht, da kann man vielleicht irgendwo hinfliegen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass hier irgendwo ein geheimer Stern ist. Ich meine, hier ist nur ein fucking Stern in der ganzen Welt. Oh, da bin ich gerade nach oben geglitscht ein Stück. Achso, die Sternmünze haben wir. Die Kometenmünze meine ich natürlich. Rüber, 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 vorsichtig. Okay, pass auf, pass auf, pass auf, aufpassen. Ja. Da ist der Stern. Ach stimmt, an den konnte man irgendwie rankommen. Glaube ich. Ich glaube, dass man an den irgendwie rankommen konnte. Dass ich da gerade irgendwas verpasst habe. Ah. Okay. Aua, Arschloch. Geh. Aua. Geh. Geh. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Schaffen wir, haben wir geschafft. Wunderbar.
Midway. Es ist ja nicht so gesehen der Midway. Es ist ja nicht genau die Mitte. Es ist so gesehen ein Checkpoint. Hört auf, da muss man Midway zu sagen. Bitte. Das ist not politisch korrekt, wollte ich sagen. Wenn es not politisch inkorrekt wäre, dann wäre es ja gut, weil es ja dann nicht politisch. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Gut. Dann brauchen wir darüber auch nicht weiter diskutieren. Beenden wir das Thema einfach. Alles klar, weiß ich Bescheid. Oh Gott. Ich habe ganz, ganz viele Sternteile verpasst. No, okay. Okay, aber wir haben noch einen Checkpoint. Die Stachelfiech will mich angreifen. Das auch. Ihr habt gar keine Augen. Wir können überhaupt zielen. Ihr habt gar keine Augen. Ist halt wirklich so. Wie zielen die? Wie zielt ihr? Naja, soll wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Oh, ich glaube, ich höre schon den Stern, oder? Ich glaube, ich höre den Stern. Da ist er doch schon. Nice. Das war knapp. Ich hätte mir jetzt auch noch gefehlt. Dazu sterben. Das hätte mir jetzt auch noch gefehlt, mehr oder weniger. Woo. Yeah. Da. Wunderbar. So. Ich werde aber sagen, bevor wir weitergehen. Ja, ich habe leider ein bisschen was zu tun. Es tut mir leid. Ich muss dann den Part jetzt hier schon beenden, auch wenn er jetzt ein bisschen kürzer ist. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Ich hoffe trotzdem, dass der Part euch gefallen hat. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung. Da würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gehen wir zur... Ja, wie heißt... Welche Welt ist? Ich glaube, Welt 5. Dann gehen wir auf jeden Fall in diese Welt. Und machen dort den Bots. Also diesen wunderschönen... Machen wir dann hier. Okay? Okay, das liegt am Plan. Ich finde, das liegt am Plan. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Und wenn nicht, dann lasst eine Bewertung da. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein, bis dahin. Tschö, tschö.